In diesem Jahr ist ja so vieles anders. In unserer Reihe geht es um den Umgang von Schule mit Corona. Und auch was den Deutschen Schulpreis angeht, haben wir in diesem Jahr einen anderen Schulpreis, ein Schulpreis-Spezial, in dem es um den Umgang von Schulen mit der Corona-Krise geht. Es ist ganz frei, welche Themen man da behandelt. Es kann sowas sein wie Lernen mit digitalen Medien, Leistungsrückmeldung, Beziehungsgestaltung, Chancengleichheit. Das sind alles Themen, die wir auch in den digitalen Impulsen behandelt haben. Und vielleicht passt eine Bewerbung gerade deshalb gut für Sie in Ihrer Schule. Die Bewerbung ist in diesem Jahr stark vereinfacht, rücksichtnehmend auf die ganzen zusätzlichen Belastungen, die Sie sowieso schon haben. Wir wollen im ersten Schritt nur eine Kurzbewerbung auf unserem Portal. Es gibt natürlich für die, die ganz weit kommen, Preise zu gewinnen, aber auch ansonsten Schulentwicklungsunterstützung und Vernetzung, die Sie ohne eine Bewerbung so nicht hätten. Wenn Sie gerne Hilfe und Beratung hätten, finden Sie Online-Infoveranstaltungen und Sie können sich bei den Regionalbüros melden. Sie sehen jetzt hier nochmal eingeblendet unterschiedliche Links für Informationen. Und wir schicken Ihnen das auch nochmal im Nachgang zu. Dann können Sie sich das nochmal angucken. Nun aber zum einen heutigen Thema. Das Webinar ist heute so aufgebaut, dass es im ersten Teil Input gibt und im zweiten kommen wir dann in die Diskussion. Und zwar beginnt Professor Andreas Schleicher, Bildungsdirektor der OECD. Er stellt die Studie Schooling in Disrupted, Schooling Rethought, How the COVID-19 Pandemic is Changing Education vor. Auf Deutsch. Er führt uns also sozusagen durch die Studie durch und wird das dann auch nochmal zuspitzen auf die Frage des heutigen Webinars nach mehr Eigenverantwortung für Schulen. Die Studie hat die OECD unter der Mitarbeit von Professor Schleicher mit der Harvard-Universität neulich veröffentlicht. Dann kommentiert Miriam Pech und sie hat sozusagen zwei unterschiedliche Perspektiven, die sie da einbringt. Einmal ist sie Schulleiterin der Heinz-Brandt-Oberschule in Berlin, einer Preisträgerschule des Deutschen Schulpreises. Sie war aber auch beteiligt und Mitglied der Kommission der Friedrich-Ebert-Stiftung mit Empfehlungen zum Schuljahr 2020/21. Und ein zweiter Kommentar rundet die Sache ab von Professor Dr. Hans-Fernand Pandt, der einmal die Perspektive als Professor an der HU Berlin mitbringt und den wissenschaftlichen Blick, aber zum anderen eben als Geschäftsführer der Deutschen Schulakademie auch den ständigen Bezug zu innovativer Schulpraxis hat. Bevor wir jetzt loslegen, Sie kennen vielleicht schon unser Tool Menti, mit dem wir versuchen, Sie so ein bisschen reinzuholen, auch wenn wir noch nicht diskutieren, indem Sie Fragen stellen können. Und wir möchten gerne erstmal mit einer Einstiegsfrage Sie mit dem Tool vertraut machen. Sie müssten jetzt bitte ein zweites Gerät, das einen Browser hat, mehr braucht es nicht, zur Hand nehmen und darauf auf die Seite www.menti.com gehen. www.menti.com und dann den Code eingeben, der auch oben eingeblendet ist, jetzt schon auf der Folie 409216. Und ich sehe schon, dass ganz viele schon eingeben, von wo sie zugeschaltet sind. Berlin ist sehr stark vertreten. Wir sind aber aus ganz Deutschland, Nord, Süd, Ost, West, Mitte, sind Leute zugeschaltet. Ja, Berlin, das ist wahrscheinlich sowohl OECD Deutschland, Center Deutschland, als auch die Deutsche Schulakademie, den Sitz in Berlin. Das ist vielleicht heute der Grund, dass besonders viele von da zugeschaltet sind. Ja, herzlichen Dank. Da sehe ich sogar Postleitzahlen. Eine zweite Frage, die jetzt schon ein bisschen inhaltlicher wird. In welchen Fragen rund um Schule und Corona wünschen Sie sich denn mehr Eigenverantwortung für Schulen? An der Stelle können Sie jetzt einfach zwei, drei Stichworte oder auch nur eines eingeben,
was Ihre Punkte wären, an denen Sie sich mehr Eigenverantwortung für Schulen wünschen. Auch in Menti und das dann abschicken und dann können wir uns das gleich nochmal vielleicht angucken. Offensichtlich lässt sich jetzt gerade das Ergebnis nicht einblenden. Vielleicht geht das ja gleich. Ich muss mal einmal kurz Vincent Stein fragen. Blenden wir das Ergebnis noch ein? Ja, genau, da kommt's. Mehr Eigenverantwortung für pädagogische Konzepte, mehr Eigenverantwortung in der Nutzung, in der welche Tools Sie wollen, bei der Leistungsbewertung. Das ist eine lange Liste. Auch bei Stundentafeln, Lehrplan, Noten, Leistungsmessung. Also es gibt eine ganze Menge Bereiche, die auch wirklich das Kerngeschäft von Schule berühren, wo Sie sagen, jetzt in der Corona-Krise würden wir gerne mehr sozusagen da selber entscheiden. Ich sehe ganz viel, was sich mit Unterricht, Leistung, Leistungsmessung und so weiter befasst. Sogar aber auch Hygieneplanung, das ist interessant. Wir haben eine zweite Frage, und zwar ist das sozusagen die Gegenprobe. Es könnte ja auch sein, an manchen Stellen fänden Sie es besser, sozusagen mehr Vorgaben und Handlungsrahmen für die Schulen zu haben. Also, dass das ein bisschen wenig war. In welchen Fragen rund um Schule und Corona wünschen Sie sich denn mehr Vorgaben und mehr Handlungsrahmen für Schulen? Sie können also die Antwort keine ist an dieser Stelle auch möglich, wenn Ihnen das unter den Nägeln brennt. Ja, also erwartbar vielleicht das Hygienekonzept, dass man da so ein bisschen mehr Rahmen gerne gehabt hätte, dass das ein bisschen zu wenig definiert war an manchen Stellen. Ich sehe aber auch wirklich sehr viel keine. Also auffälligerweise war das bei der ersten Frage nicht der Fall. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Wir können auch im Nachgang sozusagen die Ergebnisse in irgendeine Form dieser Umfrage zur Verfügung stellen. Und das ist vielleicht auch ganz spannend. Jetzt kommen wir zu den Vorträgen und Sie können während der Vorträge auch Menti nutzen, um uns Fragen zu stellen. Also was Ihnen sozusagen einfällt, schreiben Sie auf Menti. Fragen lassen sich dann auch kommentieren und gewichten. Das heißt, wenn Sie sehen, wenn Sie da die Fragenliste durchgehen und denken, die wollte ich auch stellen, dann schreiben Sie einfach, dass die diese Frage auch haben. Und dann sehen wir sozusagen, mit welcher Priorität Sie Fragen stellen und können die dann nachher auch aufgreifen. Und noch, genau. Und dann starten wir nun mit dem Vortrag von Professor Andreas Schleicher. Ich freue mich sehr, Herr Schleicher, dass Sie auch relativ kurzfristig jetzt heute Vormittag dabei sind und uns diese sehr spannende Studie vorstellen, in der wir, glaube ich, mit dem internationalen Blick nochmal sozusagen auf das blicken können, was wir in Deutschland schon gemacht haben und was wir in Deutschland fürs neue Schuljahr auch planen. Ja, herzlichen Dank, Frau Strehle, auch für die Zusammenarbeit heute Morgen. Ich freue mich wirklich darauf. Ich bin ein großer Fan des deutschen Schulpreises. Ich glaube, wir tun immer zu viel, um Ideen in Schulen reinzuschicken und viel zu wenig, um die guten Ideen in den Schulen zu finden, zu fördern, zu verbreiten. Und ich glaube, genau das machen Sie und machen Sie in fantastischer Art und Weise. Also da nochmal mein Glückwunsch zu unserer Studie. Also die Corona-Krise betrifft nicht nur Deutschland, 1,5 Milliarden Schüler sind davon berührt, ne? Und ich glaube, eins, was sie aus dieser Krise mitnehmen, ist, dass Lernen kein Ort ist, sondern eine Aktivität, ne? Wo Schüler gelernt haben, selbstständig zu lernen, wo die Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern stabil sind, wo die Unterstützung aus dem Elternhaus kommt. Da war diese Corona-Zeit vielleicht auch ganz befreiend, ne? Aber dort, wo Schüler immer löffelweise gefüttert werden, wo das Elternhaus zerfehlt, Technologiezugang zu Technologie begrenzt ist. Ne? Da sind enorme Leistungseinschnitte zu verzeichnen. Ne?
Fernunterricht hat auch nicht die sozialen Funktionen von Schule ersetzt. Ich denke, das ist auch sehr deutlich geworden. Stellt Lehrkräfte vor ganz besondere Herausforderungen. Ich glaube, was diese Corona-Krise zeigt, dass wir Lehrkräfte, Schulleitungen nie für das ganze Leben vorbereiten können, sondern es kommt heute wirklich darauf an, wie wird die Schule zum Lernort für alle Beteiligten, ne? Dieses Mal sogar auch für Eltern, ne? Ich glaube, das ist auch vielleicht eine der positiven Auswirkungen, dass vielen Eltern bewusst geworden ist, was Schulen eigentlich leisten, was Lehrkräfte leisten. Wenn sie Schwierigkeiten mit einem Kind zu Hause haben, dann sehen sie plötzlich, was Menschen machen, die da mit 20, 30 Kindern in einer Klasse arbeiten. Also, aber insgesamt, diese Krise hat die Welt auch zu einem Laboratorium gemacht. Alle Länder waren ähnlich betroffen, haben aber oft ganz anders reagiert. Sie haben also Länder mit einem radikalen Lockdown, das Land, wo ich lebe, Frankreich gehört dazu, und dann Länder wie Schweden, die ganz differenziert vorgegangen sind. Und ich denke, daraus werden wir auch in der Zukunft viel lernen. Etwas Positives vorweg, was uns bei dieser Studie, die in den 36 Staaten der OECD durchgeführt worden ist, am meisten. Über 80% der Befragten haben gesagt, dass jeder das getan hat, was er konnte. Das heißt nicht, dass alles glatt gelaufen ist, aber dass wirklich, wo die Einschätzung besteht, alle haben sich bemüht. Und das ist der internationale Durchschnitt. Das heißt, das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt eigentlich für fast alle Staaten. Wir haben auch eine gute Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften und den Verantwortlichen gesehen. Wir haben eine gute Zusammenarbeit zwischen dem privaten und öffentlichen Sektor gesehen. Das war vielleicht für Deutschland nicht so stark zu erkennen. Also wenn man jetzt mal nach Spanien schaut, China, Japan, da hat die Industrie, die Technologieindustrie eine ganz entscheidende Rolle gespielt, um Online-Learning kurzfristig aufzubauen. Das war in Deutschland eher nicht so sehr der Fall, aber insgesamt glaube ich, wenige haben von Konflikten gesprochen. Und ich glaube wirklich, wenn wir diese Art von Umfragen in einer vor Corona-Zeit machen, dann sehen die Ergebnisse ganz anders aus. Also ich glaube wirklich, da kann das Bildungssystem stolz sein, dass wirklich die Zusammenarbeit gut geklappt hat. Das vorweggestellt natürlich ist bei den Inhalten, muss man deutliche Abstriche machen. Wir sehen also im Mittel vielleicht um die 40% der Lerninhalte konnten in der Corona-Zeit noch vermittelt werden und eben auch nur an die Schüler, die sich aktiv da beteiligt haben. Und das ist vielleicht das Zweite, was Schüler aus dieser Zeit mitnehmen. Welche Lehrkraft hat mich erreicht? In meinen Interessen, in meinen Fähigkeiten unterstützen. Wenn die Schüler alle in der Klasse sitzen, dann geht man davon aus, die sind alle irgendwo mit dabei. In dieser Corona-Zeit hat sich gezeigt, inwieweit im Grunde Lehrkräfte Schüler wirklich kennen als Person und auch erreichen können. Also wir gehen davon aus, etwa um die 40% der Lerninhalte konnten noch vermittelt werden. Die Lehrkräfte waren hier etwas optimistischer als die Schulleitung und auch die Regierungsvertreter. Was die uns oft gesagt haben, ist, dass ja, vielleicht haben die Schüler nicht jetzt alles in Naturwissenschaften und Mathematik gelernt, aber da hat sich enorm viel an sozialer, emotionaler Kompetenz entwickelt. Dass Schüler halt gelernt haben, ich muss meine Lernziele selber setzen, Lernfortschritte selber bewerten. Also Lehrkräfte haben da oft auch Positives gesehen. Aber insgesamt muss man große Abstriche machen. Und diese Abstriche haben natürlich das Leistungsspektrum weiter enorm auseinandergezogen. Das ist, glaube ich, völlig klar. Der Fokus lag in allen Staaten auf dem akademischen Lernen, also schulisches Lernen. Was aber interessant ist, dass die Balken, die danach kommen, ziemlich dicht da dran sind. Wenn wir also diese Umfragen in regulären Zeiten machen, dann steht immer das Lernen ganz am Anfang und alles andere kommt weit hinterher. Und hier sieht man zum Beispiel Wellbeing of Students, Wellbeing of Teachers hat fast den gleichen Stellenwert. Oder Unterstützung, Rat an Lehrkräfte, die soziale Entwicklung der Schüler. Also diese Krise hat diese verschiedenen Prioritäten näher zusammengeschoben. Und das gilt für Deutschland, das gilt für fast alle Länder, für die wir Daten haben. Und da weiß man nicht, wie viel davon jetzt nach der Krise überbleibt. Aber ich glaube, es ist eine interessante Beobachtung. Ja, jetzt kommen wir zur Innovation. Ich glaube, diese Krise hat, was jetzt
soziale und technologische Innovation anbetrifft, wahrscheinlich mehr gebracht als 10, 15 Jahre, seitdem wir die Schulsysteme beobachten, in vielen Ländern. Es ist enorm viel passiert. Man sieht zum Beispiel Online Instructional Resources, digitales Lernen, ist praktisch überall präsent gewesen. Aber schauen Sie auch mal auf den orangen Balken. Also das meiste, was wir hier als Online-Learning bezeichnen, war im Grunde da wurde Technologie als Mittler genutzt, aber es hat sich wirklich darum um Unterricht, den Lehrkräfte geleistet haben für ihre Schüler. Das sind hier keine digitalen Plattformen am Werk mit künstlicher Intelligenz auf die Schüler zugreifen, sondern es ist in der Regel von Lehrkräften der Schüler vermittelter Unterricht, der praktisch über digitale Medien, Zoom, wie auch immer, weitergereicht wird. Ne? Das gibt Unterschiede zwischen den Ländern. Hier muss man sagen, Länder wie Singapur, China sind da sehr, sehr viel weiter. Die haben sehr stabile Online-Plattformen entwickelt. Television, Fernsehen hat auch eine große Rolle gespielt, in vielen Ländern Europas auch in Südamerika. Und eine sehr positive Rolle. Ne? In Spanien zum Beispiel haben sich alle Sender verpflichtet, 6 Stunden am Tag bildungsrelevante Inhalte zu vermitteln. Und das hat sehr viel gebracht, gerade bei jüngeren Kindern, wo das Online-Learning immer noch sehr schwierig ist. Und irgendwo war das ein wichtiger Teil dort, die im Grunde Bildung relevant zu halten. Ne? Das hat natürlich sehr viel erfordert, Unterstützung von Lehrkräften. Ne? Fast überall hat es Zugang zu Online-Ressourcen auch für Lehrkräfte gegeben. Da hängt Deutschland auch hinterher, muss man sagen, also bei den Online-Ressourcen. Bei den Peer-Networks ist interessant, dass auf der einen Seite die Infrastruktur da zur Verfügung gestellt wurde, aber die Nutzung bei den Lehrern, das ist hier nur der rote Pfeil, haben nur die Hälfte der Lehrkräfte gesagt, das hat in der Tat auch funktioniert. Also die Zusammenarbeit in der Schule, in Professional Learning Communities und so weiter, da ist noch sehr, sehr viel Nachholbedarf. Wir sehen auch etwa ein Viertel der Lehrkräfte, die keinerlei Unterstützung erfahren haben während der Krise, und war auch relativ wenig Geld da. Ne? Das ist in Deutschland ähnlich im Mittel. Ne? Der große Unterschied in Deutschland ist hier im Vergleich zum OECD-Mittel, dass irgendwo die Online-Ressourcen für Lehrkräfte erst sehr langsam dazugekommen sind. Gut, bei der Infrastruktur sieht man, Digitalpakt ist erst in den Kinderschuhen. Da ist Deutschland immer noch relativ weit abgehängt. Wenn man jetzt darauf auf den Anteil der Schüler schaut, die wirklich Zugang zu digitaler Technologie in den Schulen haben, noch schwieriger sieht es aus bei der Einschätzung der Schulleitung zu den Kenntnissen und Fähigkeiten der Lehrkräfte. Da ist Deutschland auch so fast im letzten Drittel. Das ist natürlich hier die Einschätzung der Schulleitung. Das ist keine objektive Leistungsbewertung der Lehrkräfte. Aber irgendwo sieht man halt, dass nur etwa die Hälfte der Schüler hat wirklich Lehrkräfte, die mit Technologie auch tatsächlich sinnvoll umgehen können, nach Einschätzung der Schulleitung. Und dann eben auch die Unterstützung der Lehrkräfte. Auch da ist noch sehr, sehr viel zu tun in Deutschland, dass also Lehrkräfte Ressourcen haben, um sich selber dort zu entwickeln. Eins muss man auch sagen, gerade wenn wir in die asiatischen Länder schauen, die meisten Technologien, die dort eingesetzt werden, werden von Lehrkräften entwickelt. Da sind also Forschungsprojekte in Schulen, in Schulverbänden, in Schulgruppen, die wirklich solche Instrumente entwickeln. Das ist nicht so, dass eher in Deutschland so Technologie an Schulen verkauft wird. Aber die Schulen selber an der Gestaltung, an der Entwicklung der Konzepte, die dahinter stehen, nicht so beteiligt sind. Das ist wirklich etwas, wo man sehr viel lernen kann. In meinen Augen auch Estland, Finnland sind da sehr gut. Da gibt es ganz viele Arbeitsgruppen, auch ganz viele Kleinstunternehmen, die wirklich Innovatoren sind und da sehr viel machen mit den Schulen, dass diese Angebote auch wirklich relevant sind für die Lehrkräfte, für die Schüler. Und da, denke ich, bleibt noch viel zu tun. So, schauen wir ein bisschen nach vorne. Die Wiedereröffnung der Schulen, das ist natürlich überall das große Thema jetzt. Und was auch im Grunde interessant ist, dass fast alle Staaten der OECD einen Plan haben.
Also wir wissen sogar das Datum für die meisten Staaten. Das liegt in den meisten Staaten auch in diesem Schuljahr noch. Also Deutschland ist dann bei Weitem nicht allein mit der Wiedereröffnung der Schulen. Aber das große Spannungsverhältnis hier ist moderne Pädagogik auf der einen Seite und dann Social Distancing auf der anderen Seite. Wie soll man projektorientiertes Lernen machen? Wie soll man im Grunde soziales, interaktives Lernen, musische Kompetenzen entwickeln, wenn Schüler irgendwo auf Einzelplätzen sitzen müssen? Und das ist, glaube ich, die wirklich große Herausforderung, die jetzt auf die Schulen zukommt. Wird sehr viel investiert, dass man Schulen sicher macht, wobei laut Einschätzung der OECD Schulen nicht die großen Superspreader sind. Also wenn man irgendwo die Verbreitung des Virus vermindern will, dann sind so Social Distancing at Work oder Haushaltquarantäne die geeigneteren Maßnahmen. Also ich würde da den Beitrag der Schulen zur Verbreitung des Virus nicht überschätzen. Dennoch ist es sicher irgendwo, ist es wichtig, dass man natürlich eine sichere Arbeitsumgebung in den Schulen schafft. Und da sieht man hier an der Grafik, das passiert auch in den meisten Ländern. Da ist sehr viel unternommen worden, was natürlich auch wieder in den Schulen unglaublich viel Kreativität abverlangt. Das kann man nicht irgendwo mit nach Gießkannenprinzip machen, sondern jede Schule muss im Grunde je nach ihren Gegebenheiten, nach der Struktur, der Architektur, all das muss einbezogen werden, um da vernünftige Pläne zu erstellen. Und vor allen Dingen muss man flexibel sein. Man muss im Grunde lokal relativ schnell entscheiden, wo müssen wir mal eine Quarantäne machen, wo müssen wir eine Klasse schließen, vielleicht die ganze Schule. Und das sind, glaube ich, enorme Anforderungen, die da auf Schulen zukommen. Aber wie gesagt, überall in der Welt. Das ist nicht nur, da ist nicht nur Deutschland da. Und also, wenn ich da vielleicht nochmal zum Abschluss aus unserer Thales-Studie ein paar Daten vorstellen. Also die Diskrepanz zwischen dem, was man sich an Pädagogik vorstellt für die Zukunft und dem, was in Klassenzimmern heute passiert, ist immer noch sehr groß. Und das hat die Corona-Krise wirklich so ein Brennglas davor geschoben. Wenn Sie sehen zum Beispiel, traditioneller Unterricht ist relativ gut etabliert. Das machen die meisten Lehrkräfte auch. Ich erkläre den Schülern, was ich von ihnen erwarte. Ich erkläre, wie neue und vorhandenes Wissen und neues Wissen in Beziehung stehen. Ich gebe klare Lernziele vor. Das ist im Grunde weit verbreitet. Oder wenn man jetzt zur Disziplin, ich sage den Schülern, dass sie sich im Grunde, dass sie zuhören sollen und so weiter. Aber wenn man jetzt mal auf kognitive Aktivierung schaut, ich gebe Schülern Aufgaben, wo sie kritisch drüber nachdenken müssen. Da sieht man schon, das ist unter 60%. Meine Schüler arbeiten in kleinen Gruppen, das ist 50%. Ich gebe Schülern komplexere Aufgaben, die vielleicht mehr Zeit und Raum erfordern. Da sind wir schon unter 50%. Ich gebe den Schülern Aufgaben, für die es nicht eine einfache Lösung gibt. Da sind wir bei knapp über 30%. Und ich gebe Schülern Projektaufgaben, wo sie mehr als eine Woche dran arbeiten müssen, und da sind wir unter 30%. Und in dieser Corona-Zeit sind das die Kernaufgaben, an denen Schülern heute arbeiten müssen. Also ich glaube, was uns diese Corona-Krise zeigt, ist, dass also bei den pädagogischen Konzepten eine große Diskrepanz besteht zwischen dem, was heute erfordert wird und was in den Klassenzimmern passiert. Und diese Daten sind relativ kohärent. Da kann man jetzt einzelne Länder sehen, Dänemark, Schweden, Finnland, wo die Balken im unteren Ende sehr, sehr viel länger sind. In Deutschland sind sie etwas kürzer als hier vorgegeben. Aber ich glaube, insgesamt ist dort noch sehr viel zu tun. Wenn man jetzt mal auf die Schuleröffnung schaut, nur etwa ein Viertel der Länder erwartet irgendwo, dass man wieder zurückgeht zu dem, was vorher war. Wir sehen hier zum Beispiel, in vielen Staaten können die Schulen nicht 100% belegt werden. Da muss man dann unterscheiden, wer hat jetzt Präsenzunterricht, wer hat Online-Unterricht. Und gerade das hybride Lernen wird zur Norm. Das ist in der Vergangenheit die Ausnahme gewesen und die meisten Staaten sehen das langfristig als große Chance, um Lernen auch im Grunde differenzierter, individualisierter zu gestalten, auch im Grunde adaptiver. Aber das stellt natürlich Schulen vor enorme Herausforderungen. Die meisten Lehrkräfte sagen Ihnen,
okay, ich kann die Schüler im Klassenzimmer unterrichten und ich kann die Schüler online unterrichten, aber beides sinnvoll zu integrieren, nicht in irgendwo Parallelwelten zu schaffen, das wird sehr schwierig. Vor allen Dingen, wenn man dann sagt, okay, ich gebe jetzt Priorität, Schülern aus sozial benachteiligten Schichten in der Klasse, in Präsenz zu sein. Und wenn man also da differenzieren will, wie man Online- und On-Site-Learning kombiniert, das ist, glaube ich, eine enorme Herausforderung, wo noch viele an Konzepten arbeiten. Ne? Aber Singapur war das erste Land. Nach wenigen Wochen Lockdown hat das Ministerium dort entschieden, das funktioniert, das schafft wirklich völlig neue Lernansätze, dass wir das regulär in den Schulalltag integrieren werden, selbst wenn wir es nicht unbedingt brauchen. Ne? Da gibt es jetzt alle 2 Wochen so ein Online-Learning-Day, wo im Grunde wirklich Schüler lernen sollen, selbst ihre Aufgaben zu machen. Ne? Aber wie gesagt, hybrides Lernen wird zur Norm. Das ist eigentlich in den meisten Staaten heute so etabliert. Wenn man jetzt auf Schulautonomie schaut, sieht man, dass Lehrkräfte oft Autonomie über das haben, was im Klassenzimmer passiert. Ne? Das ist in Deutschland auch so. Aber relativ wenig Gestaltungsverantwortung und Gestaltungsraum, wenn es auf die Schulumgebung schaut. Die sind Durchschnittszahlen. Für Deutschland sehen die noch ganz anders aus. Wir sehen zum Beispiel, dass in Deutschland nur etwa jede 5. Entscheidung in der Schule getroffen wird. In den Niederlanden, Nachbarland, da wären das 4 von 5 Entscheidungen. Da sind die Schulen praktisch für alles verantwortlich. Die müssen sich überlegen, wen stellen wir ein, wie stellen wir die Leute ein. Wie verteilen wir die Ressourcen zwischen Personal und Sachmitteln, Infrastruktur, Technologie, welche pädagogische Orientierung bieten wir an? Das ist alles Aufgaben der Schulen. Der Staat im Grunde macht relativ wenige Vorgaben. Das sind meistens so irgendwelche Sicherheitsrichtlinien und so. Also Dinge, die eigentlich mit dem Lernen relativ wenig zu tun haben. Der Staat leistet aber sehr viel, um Schulen miteinander zu vernetzen. Also was interessant ist, das ist zum Beispiel im Thema Chancengerechtigkeit, weil viele sagen, okay, Schulautonomie führt dann zu größerer Ungleichheit zwischen den Schulleistungen und vielleicht auch größerer Chancenungerechtigkeit. Die Niederlande sind ein gutes Beispiel. Ne? Die haben eigentlich eine sehr große Heterogenität in der Schülerschaft, soziale Heterogenität, auch teilweise regional sehr unterschiedlich. Und trotzdem gelingt denen das in einem sehr differenzierten, offenen Bildungssystem, hohes Maß an Chancengerechtigkeit zu gewährleisten. Das also denke ich, das ist, und in dieser Corona-Krise hat sich das halt bewährt. Das sind die Länder überall dort, wo sehr viel Verantwortung und Kapazität vor Ort war, sind die Länder relativ schnell da durchgekommen. Das ist völlig klar. Was auch noch deutlich wird, das gilt für Deutschland, aber für viele Staaten auch, dass dem Bildungssystem es immer noch nicht gelingt, die fähigsten Lehrkräfte für die schwierigsten Klassenzimmer zu gewinnen. Das sind ganz wenige Länder, im Wesentlichen Länder sind alle in Asien, wo man wirklich sehen kann, da wird sehr nuanciert geschaut, welche Lehrkraft brauchen wir für welche Schule und welche Anreize schaffen wir, dass sie da auch hingehen. In den meisten Ländern gilt das, was man hier in der Grafik schön sieht. Dort, wo es mehr Probleme gibt, da landen dann die Lehrkräfte aus den Hochschulen. Na, also die Anfänger landen meistens auf den schwierigsten Schulen und haben auch relativ wenig Mentoren. Na, auch das ist ein großes Problem. In vielen Ländern Europas ist so diese Idee, dass jüngere Lehrkräfte, neue Lehrkräfte bessere Unterstützung erfahren durch ihre Kollegen, noch nicht so verbreitet, jetzt mal vom Referendariat und sowas abgesehen, im Schulalltag. Das Gleiche kann man sagen für die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften. Auf der einen Seite wird sehr viel ausgetauscht an Materialien, das sieht man hier auf der linken Seite, aber auf der rechten Seite sieht man nur etwa 28% der Lehrkräfte arbeiten als Team und nur 9% schauen sich den Unterricht in anderen Klassen regelmäßig an. Und genau das sind im Grunde die Instrumente, um die Profession weiterzuentwickeln. Also ich denke, das ist ganz entscheidendes Manko. Letzter Punkt oder vorletzter Punkt, Belastung der Lehrkräfte. Na, wir sehen, dass mehr Unterricht zu größeren Belastungen führt. Na, das ist mehr Stress. Aber die Beziehung ist relativ begrenzt. Also
die Gerade geht nur so schwach hoch. Aber auf der anderen Seite sieht man zum Beispiel, Vorbereitung zu Hause wird als mehr belastend empfunden als Unterricht. Na, und dann, wenn man auch noch Aufgaben korrigieren muss, da geht die Belastungsgrenze noch höher. Und die administrative Arbeit, ne, also Verwaltungsarbeit, das ist der eigentliche Stressfaktor. Ne. Was man also hier herauslesen kann, auch für die Corona-Krise, ist, dass eigentlich das, was die Lehrkräfte als ihre Kernarbeit einschätzen, nicht der große Stressfaktor ist, sondern der Stress kommt meistens von fachfremden oder sachfremden Aufgaben, mit denen Lehrer sich belastet fühlen. Ne. Und diese Grafik sieht relativ ähnlich aus für alle Länder, deswegen habe ich das hier auch nochmal als Durchschnitt, nur als Durchschnitt aufgezeichnet. Das ist, glaube ich, auch etwas, was uns sehr zu denken geben soll. Denn viel Energie wird drauf verwandt, wie können wir jetzt Klassen kleiner machen, Unterrichtsdeputate verkürzen, was für Deutschland sicherlich auch bedenkenswert ist. Ne? Die Stundendeputate sind in Deutschland vergleichsweise sehr hoch und die Zeit, die Lehrkräfte haben für andere Dinge als Unterricht, ist deswegen sehr begrenzt. Aber man sollte im Grunde im Blickfeld behalten, was da ansonsten noch als Stressfaktoren sind. So, letzter Punkt ist, hoffentlich führt diese Krise dazu, dass wie auch im Gesundheitswesen die Arbeit der Menschen mehr anerkannt wird. Das wäre sehr zu wünschen, denn man sieht nur etwa 26% der Lehrkräfte fühlen ihre Arbeit wertgeschätzt in der Gesellschaft. Ne? Und das ist, denke ich, etwas, was hoffentlich sich zum Positiven verändert. Ne? Das gibt natürlich Länder, wo das 70-80% sind. Na, in Finnland, in Japan ist es um die 70-80%. Da gehört der Lehrberuf zu den angesehensten Berufen, trotz mittelmäßiger Bezahlung. Ne? Aber ich glaube, gerade in Europa können wir da noch sehr viel dran arbeiten. Ich belasse es mal hier, dass wir noch genügend Zeit haben. Herzlichen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank, Professor Schleicher, für diesen Blick aufs Internationale und auf Deutschland. Und man sieht so ein bisschen, wo international die ganzen Herausforderungen liegen und aber auch, wo wir stehen. Und ich glaube, zum Glück ist es schon so, dass gerade uns Eltern nochmal sehr deutlich geworden ist in der Corona-Krise, was der Wert von Schulen und von Lehrern war, wenn sie mal nicht so präsent waren, wie wir das gewohnt sind. Ich habe auch mitgenommen, so Schulvernetzung bei Autonomie und Teamarbeit, dass das ein wichtiger Punkt ist und dass sich Autonomie, also als Schlagwort Autonomie, hat sich in der Corona-Krise bewährt. Ich leite jetzt über zu Frau Pech und bin sehr gespannt, was Sie aus Ihrer einerseits Praxisperspektive, aber auch aus Ihrer vielleicht Perspektive aus der Kommission in der Vorbereitung für das neue Schuljahr berichtet. Erstmal hallo an alle da draußen an den Bildschirmen. Ja, der Vortrag von Herrn Schleicher war ja schon sehr komplex und ich werde da so auf einige Punkte vielleicht eingehen können. Da Sie mich ja angesprochen haben, aus der Friedrich-Ebert-Stiftung der Kommission dazu berichten, das war ja im Mai, wo wir zusammengekommen sind und in verschiedenen Arbeitsgruppen an verschiedenen Szenarien für die Wiedereröffnung gearbeitet haben. Und damals, im Mai, dachten wir noch, dass es wahrscheinlich zu einer Teilöffnung kommen würde, auch im neuen Schuljahr. Das ist jetzt für Berlin nicht so, sondern Berlin wird also zur vollständigen Rückkehr des Regelbetriebs übergehen, ab dem 10. August. Da haben wir ja einen Schulstart. Das stellt uns Schulen vor eine große Herausforderung, weil gleichzeitig gelten, also nicht mehr die Abstandsregelung, die ist aufgehoben, aber es sollen also ganz klar noch die Hygienepläne weiter gelten. Wie zum Beispiel, dass wir feste Lerngruppen bilden sollen, die sich nicht mischen. Kinder, die oder die Schüler gestaffelt zum Unterricht erscheinen zu lassen oder auch dementsprechend nach Hause zu schicken. Das wird also logistisch äußerst kompliziert. Eigentlich für eine Ganztagsschule mit Inklusion gar nicht leistbar, ja, weil wir haben sehr viele Mischungen der Gruppen in unterschiedlichen Zusammensetzungen und da also machen wir uns schon sehr einen großen Kopf. Vor allen Dingen könnte man ja davon ausgehen, dass wir es bald eventuell wieder mit einem Teil-Lockdown zu tun haben werden. Kommt ja immer darauf an, was nach den Sommerferien passiert, wenn die ersten oder wenn die Kinder, Lehrerinnen alle aus den Ferien zurückkehren.
und dann das Wetter eventuell dann dementsprechend wieder schlechter wird, also wie dann die Ansteckungszahlen dann steigen oder nicht steigen. Jedenfalls haben wir uns für in meiner Schule dafür entschieden, also weil es wurde ja eben von Herrn Schleicher auch angesprochen, dass eigentlich so ein kohärentes Konzept fehlt zwischen oder eine sinnvolle Verzahnung von dem Präsenzlernen in der Schule und dem Distanzlernen zu Hause. Das haben wir auch gemerkt. Wir haben uns also große Mühe gegeben, im Kollegium auch immer ansprechbar zu sein, Rückmeldungen zu geben. Also Feedback ist ja ein großes Thema, vor allen Dingen auch in Zusammenarbeit mit den Eltern, die ja tatsächlich auch neue Kolleginnen geworden sind in dieser Zeit. Also muss man ja sagen, also das heißt, wir müssen ganz anders miteinander arbeiten jetzt. Und, aber da fehlen eigentlich noch sehr tragfähige Konzepte. Das ist natürlich auch in dieser kurzen Zeit gar nicht leistbar. Und deswegen wird also meine Anstrengung im Kollegium jetzt dahin gehen, dass ich den Kolleginnen Freiräume irgendwie freischaufle, dass sie daran arbeiten können. Ja? Wie kann man diese beiden Lernen gut miteinander verzahnen, dass es auch sinnvoll ist und Kinder da nicht alleine zu Hause sitzen und gar nicht wissen, wie sie eigentlich arbeiten sollen. Ja, das sind erstmal so, also da kommen ja dann noch ganz viele andere Themenbereiche mit dazu. Ein großes Thema fand ich auch, dass wir in dieser Zeit, in der Schließzeit, ganz klar auf diese kognitiven Vermittlungsinhalte gesetzt haben, mussten wir ja auch, weil Schwerpunkt bei uns waren auch die Kernfächer Mathe, Deutsch, Englisch und alle Fächer, die, sagen wir mal, das Kreative, Soziale, Emotionale bedienen, die sind ja einfach von heute auf morgen weggefallen. Also ich bin zum Beispiel Musiklehrerin und konnte also nichts mehr dergleichen machen. Also Theorie per Fernlernen liegt mir gar nicht, halte ich nichts von, sondern Musik ist Kreativität, ist Ausdrucks, Miteinander, Tanzen, Spielen und so weiter. Und da mache ich mir auch große Sorgen jetzt fürs nächste Schuljahr, weil tatsächlich ist für Musik gibt es noch Einschränkungen. Also man soll möglichst nicht in geschlossenen Räumen singen und Blasinstrumente spielen in der Aerosolbildung, sondern man soll rausgehen oder ja, ich weiß aber nicht, wo ich jetzt rausgehen könnte in Berlin und dann dort trommle oder singe. Also, muss ich mir noch überlegen. Aber da machen wir uns auch große, ja, Gedanken, wie wir diesen ganzen sozialen, emotionalen, kreativen Bereich doch also weiter stärken und ausbauen. Und wir haben zum Beispiel in unserer Schule jetzt einen Projekttag in jedem Jahrgang eingezogen, also wo wir genau diese Dinge auch fördern wollen und darauf gezielt setzen, Lernen durch Engagement oder Stichwort Verantwortung, Stichwort Herausforderung, was ein großes Element in meinem Schulprogramm ist, wollen wir da gezielt angehen. Und im Falle einer neuen Schulschließung das also weiter auch Lernen am anderen Ort weiter etablieren und möglichst mit dem digitalen Lernen verknüpfen. Ja, so weit erstmal von mir. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich so habe. Ganz herzlichen Dank, Frau Peck. Sie können auch tatsächlich an der Stelle sozusagen mal pausieren. Wir haben ja nachher noch die Gelegenheit für Fragen und Antworten. Und ich denke, Sie sind auch eine ganz interessante, also Gesprächspartnerin, aber für die Teilnehmenden und an die Teilnehmenden nochmal, stellen Sie Ihre Fragen in menti.com, www.menti.com und dann nochmal der Code 409216. Und Sie können auch Fragen der anderen hochvoten. Und vielleicht gucken wir dann auch noch mal einfach speziell nach Fragen, die wir Ihnen nachher noch mal stellen können, Frau Pech. Mhm. Dann leite ich an dieser Stelle über zum Kommentar von Professor Dr. Hans-Anand Pant, der sich sozusagen, denke ich, sowohl auf den Vortrag als auch auf die Kommentierung beziehen wird und sicher auch noch einiges an eigenen Impulsen einbringen wird. Ja, vielen Dank, Frau Strehle. Gruß in die Runde. 7 Minuten hat man mir gegeben. Das heißt, es wird jetzt kompakt werden müssen, weil wir auch ein bisschen über der Zeit sind. Ich habe deshalb, was gar nicht so meine Art ist, versucht, ein bisschen überzustrukturieren. Ich bitte, das zu entschuldigen und vieles von dem wird man ja in der Aufzeichnung vielleicht nochmal nachlesen können. Also, herzlichen Dank an Andreas Schleicher und Miriam Pech. Ich kann nur sagen, die Studie, die Andreas Schleicher zusammen mit Reimers dort abgeliefert hat, ist ausgesprochen lesenswert. Ich kann nur dafür werben, sich die ganze Studie anzugucken.
Sie ist eine von mehreren Studien, die jetzt gerade in Deutschland als Umfragen auch bei Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern, Eltern zum Thema Umgang der Schule mit Corona veröffentlicht wurde. Ich persönlich beziehe mich auch auf die Studie, die die Robert-Bosch-Stiftung im April rausgebracht hat, wo 1000 Lehrerinnen und Lehrer repräsentativ deutschlandweit aus Schulen befragt wurden. Ich strukturiere meinen kleinen Kommentar jetzt so, weil ich versuche, alles noch mal ein bisschen neu zu sortieren unter der Perspektive, was ist eigentlich das Wesen dieser Krise möglicherweise für das deutsche Schulsystem und was können wir aus dieser Wesenhaftigkeit dieser Krise lernen für die nächsten Schritte in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren. Das werde ich so tun, dass ich eine Vorbemerkung mache, 4 Syndromthesen aufstelle, die sagen, was sind die falschen Primate, mit denen das deutsche Schulsystem aus meiner Sicht zugespitzt seit Jahrzehnten lebt und einen kleinen Schluss und positiven Ausblick, wie kommen wir da raus aus dieser festgefahrenen Situation. Also, Vorbemerkung. Ich glaube, die Corona-Krise ist die 3. disruptive Herausforderung, die einzelne Schulen und das deutsche Schulsystem innerhalb weniger Jahre in Deutschland über sich ergehen lassen musste. Das erste war die Umstellung auf inklusiven Unterricht. Das zweite, 2015-16, die Eingliederung von Kindern mit Fluchtgeschichte, die in sehr großer Zahl gekommen ist. Auch da haben wir gesehen, hoppla, das deutsche Schulsystem hat das, was Andreas Schleicher Kapazitäten genannt hatte in Einzelschulen, nur in sehr beschränktem Ausmaß, um wirklich auf neue Herausforderungen schnell und angemessen reagieren zu können. Das Neue an Corona ist, dass es alle Schulen trifft im Wesentlichen, im Unterschied zu den beiden anderen disruptiven Herausforderungen. Das erste falsche Primat, ich spitze das jetzt wirklich zu, von 4 nenne ich das Primat des Präsenz, der physischen Präsenz des Lernens über die Lebenswelt als Lernort. Das, was Andreas Schleicher ganz am Anfang sagte, wenn er meinte, Lernen ist eine Aktivität und kein Ort. Und das, was wir immer wieder als Argument hören, die deutschen Schulen können ja nicht gutes Distanzlernen oder Blended Learning anbieten, weil die technischen Voraussetzungen nicht da sind und die Technikkompetenz oder digitale Kompetenz nicht da ist, drehe ich einfach um. Technikkompetenz und technische Infrastruktur sind deshalb nicht da, weil wir Lernen nicht so gesehen haben, wie man es vielleicht sehen sollte, als ein Lernen, das nicht nur an einen Ort gebunden und ein Arrangement gebunden, nämlich Unterricht genannt, passiert in dem Leben von jungen Menschen. Zweites falsches Primat nenne ich das Primat des Prüfens über das Lernen, das wir in der Corona-Krise kennengelernt haben. Das heißt, viele Reaktionen, dass man ja die Prüfungen abhalten kann, dass man die Übergänge gestaltet, dass man Noten vergibt. Ich sehe Silvia Iris Beutel hier als Bild. Sie wird das sofort verstehen, worauf ich anspiele, sagen eigentlich nur eins aus. Es ging vielen in der Krisenreaktion, vor allen Dingen in der Bildungsverwaltung, um Status Quo-Sicherung. Das heißt, es ging vor allen Dingen um, wie ich es nenne, systemimmanente Narrative, die nach vorne geschoben wurden. Wir müssen es einfach sicherstellen, dass Prüfungen und Abschlüsse geleistet werden. Dahinter steckt, da spreche ich als Psychologe, eine viel tiefer begründete Angst, und ein Machtthema und ein Kontrollverlustthema, das wir grundsätzlich angehen müssen. Es geht letztlich um die institutionelle Deutungshoheit über das, was Bildung und Lernen eigentlich in Zukunft sein soll. Und das, was wir im Moment sehen und das, was auch Miriam Pech eben angesprochen hat, wenn sie sagt, viele Eltern werden plötzlich zu ganz neuen Funktionspartnern beim Lernen für die Lehrerinnen und Lehrer. Das ist das, was ein ganz grundlegender Umschwung in der Verwobenheit zweier Kerninstitutionen unserer Gesellschaft sind, nämlich der Institution Schule und der Institution Familie. Wie verschieben sich da gerade die Grenzen, die Schnittflächen über das, was nach unserer Vorstellung wichtig ist für die Zukunft von Jugendlichen insgesamt? Ich bringe es auf den Punkt, plötzlich haben wir Situationen, wo Mathematik auf Müsli trifft oder Didaktik auf Dinkelbrötchen. Und das sind Situationen, die haben noch wenig Skripte bei uns, wie man damit gut umgehen kann. Drittes Primat, das Primat des Fachlichen über das Überfachliche oder das Fächerverbindende. Auch hier haben wir eine jahrzehntedauernde Tradition, die erst langsam aufgebrochen werden muss. Die Frage, mit der sich viele zu Recht jetzt beschäftigen, ist die, ja, wie schaffen wir das eigentlich 4K
oder selbstregulierte Selbstregulationskompetenzen beim Lernen eigentlich zu institutionalisieren als Angebot in unseren Schulen. Das wird, glaube ich, eine der zentralen Herausforderungen sein, um dieses Primat langsam zu hintergehen. Viertes und letztes Primat, das ist das Primat der Vereinzelung über das Kooperative. Auch das wurde von Andreas Schleicher ganz zum Schluss seines Vortrages betont. Wenn wir die Umfragen anschauen, dann haben wir immer noch die Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer, das Primat über das Kooperative. Und der Aspekt der sozialen Beziehungen, und zwar zwischen Lehrerinnen und Lehrern untereinander, wie auch zu den Schülerinnen und Schülern, und die Gestaltung des Professionellen dabei, ist ein Schwerpunkt für zukünftige Lehrkräftebildung, erste Phase, und Fortbildung, zweite Phase natürlich auch. Das heißt mit anderen Worten, ich glaube, dass wir an diesem Hebel überhaupt erst die strukturellen Bedingungen schaffen, um alle anderen möglichen Primate zu überwinden, des Prüfens über das Lernen und des Fachlichen über das Fächerverbindende. Kooperation, Kollaboration. Schlusspunkt. Das eigentliche Thema für uns und wesentliche Thema bei der Corona-Krise könnte sein, die Überwindung oder zumindest Verschiebung von Grenzen auf allen Ebenen. Grenzen im Kopf, Grenzen in der organisationalen Gestaltung von Schule und Grenzen bei der politischen Steuerung und der administrativen Steuerung von Schule. Denn ich glaube, der Sog des Alltags, und da widerspreche ich ungern Andreas Schleichers Daten, ich glaube, der Sog des Alltags wird viel stärker sein und viel stärker treffen, wenn wir einen Impfstoff haben, als wir uns das im Moment vorstellen. Und es gibt eigentlich, glaube ich, nur zwei Wege, um dem etwas entgegenzusetzen. Die nenne ich einfach sichtbar machen, sichtbar werden lassen und institutionalisieren. Und zwar beides. Das heißt, sichtbar machen von anderen internationalen Vorbildern, sichtbar machen von guter Praxis in den Schulen, die hier vertreten sind. Aber das reicht nicht. Wir müssen das, was wir da als Sichtbares wertvoll finden, institutionalisieren auf allen Ebenen. Das heißt zum Beispiel in neuen Arbeitszeitmodellen, die auch kooperative Strukturen festschreiben und sie nicht als Surplus und als Extraarbeit und Selbstausbeutung institutionalisieren. Es geht darum, dass wir Zertifizierungslogiken von Noten und Übergängen überdenken und hier die Grenzen institutionell verschieben und das auf der Basis guter, sichtbarer Praxis. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Pant. Es hat mir den Bogen von der Wissenschaft und dem internationalen Blick über die Praxis bis hin zu einer sehr konkreten Analyse und einem Appell für Veränderung. Die Herausforderungen werden nicht kleiner, aber ich glaube, man hat eben so, wenn man ganz konkret vor Augen hat, was man auch jetzt in der Krise vielleicht schon in Strukturen gießen sollte und sichtbar machen sollte, dann kommen wir vielleicht tatsächlich weiter und schnell nicht einfach nach der Krise wieder zurück dahin, wo wir hergekommen sind. Ganz herzlichen Dank bis hierhin an alle Referentinnen und Referenten. Ich übergebe jetzt an Matthias Rumpf für den Teil der Fragen, den wir noch so für ungefähr 15 bis 20 Minuten jetzt haben. Ja, ganz herzlichen Dank, Petra Strehle. Ganz herzlichen Dank auch an die Referentinnen und Referenten. Wir haben sehr viele Fragen von unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen bekommen. Auch dafür sehr herzlichen Dank. Also die Frage tatsächlich nochmal der Blick über den deutschen Tellerrand. Auch jetzt, wenn es um die Frage der Schulautonomie, das große Thema dieser Veranstaltung ja letztlich, wie viel Freiheiten haben Schulen in anderen Ländern? Andreas, du hattest ja das Beispiel Niederlande erwähnt, aber jetzt gerade auch, wenn man es in Bezug auf diese Gestaltung von hybridem Unterricht ansieht, ist es da so, dass sozusagen eine Freiheit der Schule da ein Vorteil ist? Oder ist es da vielleicht auch so, dass die Schulen da mehr Orientierung erwarten oder vielleicht auch mehr Orientierung sinnvoll wäre? Das wäre der eine Teil. Und der zweite Teil tatsächlich vielleicht auch nochmal aus der internationalen Perspektive, weil das auch schon anklang bei Frau Pech, aber auch in vielen Fragen, die Rolle der Eltern. Also welche Rolle können und sollen Eltern sozusagen in diesem hybriden Lernen einnehmen? Und gibt es denn Beispiele dafür in anderen Ländern, wo die Rolle der Eltern sehr viel produktiver genutzt wird, als es bei uns der Fall ist? Jetzt Andreas, du bist noch gemutet. Den Ton noch anstellen. Ja, ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage, wie wir
auf der einen Seite Verantwortung vor Ort und auf der anderen Seite auch im Grunde Vorgaben und Strukturierung vereinbaren können. Ich glaube, die Zoom-Plattform hier ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Wir haben eine gemeinsame Plattform, die standardisiert ist. Wir haben nicht ja unsere eigene Plattform, aber wir können uns selber dieser Plattform so darstellen, wie wir wollen. Und ich denke, das ist das Entscheidende. Auf der einen Seite braucht man gemeinsame Instrumente und auch Verknüpfungspunkte, aber im Grunde sehr viel Verantwortung vor Informationstechnologie. Entschuldigung, Andreas, jetzt gibt es auch wieder bei dir Probleme mit dem Ton. Also die gemeinsame Plattform hat auch noch ihre technischen Schwächen, die wir überwinden müssen. Gut, aber ich glaube, daran muss man wirklich arbeiten. Und ich gebe mal ein Beispiel dafür. Zum Beispiel, meine Tochter arbeitet gerade an einer Schule in Shanghai. Und dort sind, wenn sie dort als Lehrkraft oder für eine Gruppe von Lehrkräften eine Idee haben, dann schreibt sie einfach einen kurzen Mail an die Bildungsverwaltung und Grant dafür anbieten. Na, okay, ein bisschen Sattel ausprobieren, dann auch als Anerkennung. Und das gemeinsam mit anderen Lehrkräften, anderen Schulen machen, sogar noch mehr. Wenn am Ende des Jahres das irgendwo ganz interessant aussieht, dann sagt das Bildungsministerium nicht, oh, ist gut oder nicht so gut, sondern zeigen wir uns auch, dass es in 10 anderen Schulen auch so läuft. Dann müssen sie das umsetzen mit anderen Personen, in anderen Orten. Na, das ist ein Beispiel, wo wir wirklich Lösungen aus der Praxis auswachsen, oft im Verbund mit Technologie, Unternehmen auch im Bereich der Digitalisierung, umgekehrt auch bei klassischen Unterrichtskonzepten, also da gibt es eine gemeinsame Plattform, auf der Lehrkräfte ihre Ideen, ihre Projekte vorstellen können und je mehr andere Lehrkräfte die Ideen nutzen, weiterentwickeln, verbessern, umso mehr Anerkennung finden die einzelnen Person dort. Ne? Und ich glaube, das sind einfach Instrumente, die standardisiert sind, aber auf der einen anderen Seite Anreize schaffen für wirklich den Einsatz. Ne? Am Ende des Schuljahres werden sie dort dafür bewertet von ihrer Schulleiterin oder Schulleiter, welche Ideen sie selber eingebracht haben, wie sie das Bildungssystem verändert haben. Und ich glaube, da den Freiraum zu schaffen, für mich sind das deswegen keine Widersprüche. Ich glaube, Verantwortung vor Ort braucht ein starkes Bildungssystem. Beide gehören im Grunde zusammen. Das Bildungssystem schafft im Grunde die Anreize und auch die Möglichkeiten zusammenzuarbeiten und stärkt irgendwo Verantwortung vor Ort. Ja, vielen Dank. Dann würde ich diese Frage auch gleich an Frau Pech weitergeben, ob sie sich denn eine solche Struktur und auch eine solche Rolle für sich als Schulleiterin vorstellen könnte. Und noch eine zweite Frage, die auch sozusagen also zwei Fragen, die von den Zuhörern und Zuhörern sehr stark gestellt wurden, die auch noch damit verbinden. Ein bisschen anderes, also ein bisschen auch noch ein anderes Thema. Und zwar die eine war, also ich glaube, das ist ein großes Thema, das auch schon angeklungen ist. Wie schaffen wir es sozusagen in diesem Unterricht, der dann etwas mehr hybrid verläuft, wie schaffen wir es, dass wir dass soziale Herkunft nicht noch stärker für den Bildungserfolg entscheiden wird, als er ohnehin schon ist? Und dann letztlich auch eine Frage, die damit zusammenhängt, die Frage nach der Inklusion, ob denn im Hybridunterricht Inklusion, so wie wir sie bisher gestaltet haben, ob da nicht sozusagen diese Möglichkeit, diese Chancen, die durch Inklusion entstehen, ob die dadurch nicht, durch diesen Hybridunterricht nicht möglicherweise zum Teil verloren gehen. Also im Grunde 2,5 Fragen, wenn Sie so wollen. Die erste Frage nach der Schulautonomie und der Rolle der Schulleitung bei Innovationen, die durch Lehrkräfte zustande kommen. Und die zweite Frage nach sozialer Herkunft und Inklusion. Frau Pech. Also das sind ja durchaus sehr komplexe Fragen. Ich fange mal mit der Inklusion an. Also ich glaube, da müssen wir ganz, ganz neu denken, weil genau das war jetzt in der Schließzeit also, und der Teilöffnung, also unsere größte Herausforderung, die Kinder, die also mit sonderpädagogischem Förderstatus hier auch angemessen zu erreichen, zu einzubinden und also ja, in dieser Gemeinschaft auch zu haben, die es ja dann irgendwie auch nicht mehr gab. Also Inklusion
ist ein Thema, das kann ich jetzt auf die Schnelle gar nicht beantworten. Da müssen wir uns alle wahrscheinlich nochmal zusammensetzen und drüber nachdenken, wie das sinnvoll funktionieren kann. Auch die soziale Herkunft der Schülerinnen und Schüler, ob da jetzt, also ob die jetzt vermutlich weiter abgehängt werden könnten. Ja, also das könnte man durchaus so bestätigen, weil auch wir hatten, also denke ich, Probleme, 20% unserer Schülerinnen und Schüler tatsächlich digital zu erreichen. Zum Beispiel die Kinder, die in Flüchtlingsunterkünften leben, wo oftmals gar kein WLAN existiert und die also nur mit dem Handy Zugang hatten zu unserer Internetplattform. Die haben wir dann selber aufgesucht mit meinen Sozialpädagogen oder die Lehrerinnen haben dann tatsächlich die klassischen Bücherkisten vorbeigebracht. Also da muss man auch nochmal ganz klar drauf schauen, wie wir das noch viel besser vereinbaren können mit dem hybriden Lernen. So, und jetzt fragten Sie noch nach der Rolle der Schulautonomie und der autonome Gestaltung der der Lehrkräfte. Also hat einen ganz hohen Stellenwert, haben wir jetzt auch gerade wieder gesehen, in dieser für alle schwierigen Zeit. Das heißt also, Schulen müssen in der Lage sein, eigenständige Konzepte zu erarbeiten und auch auszuprobieren. Ja, also ich werde jetzt ganz oft angehalten von meiner Schulaufsicht, ich soll sofort den neuen Musterhygieneplan und das Konzept zum Online- und Teil-Online-Lernen vorlegen. Aber wir haben ja gar keine Zeit und wir konnten ja gar nicht miteinander verhandeln, wie wir das eigentlich adäquat umsetzen wollen. Das heißt, Lehrkräfte brauchen dafür Zeit und zwar auch in ihrem Stundendeputat, um ordentlich an diesen also sehr kohärenten Konzepten auch arbeiten zu können. Erstmal so viel von mir auf diese sehr, sehr komplexen Fragen. Ich darf ich an der letzten Frage nochmal nachhaken. Das hat der Herr Schleicher betont, dass die Rolle der Schulleitung, gerade wenn es darum geht, Innovation auch in den Schulbetrieb zu bekommen, auch die sozusagen den Lehrern, den Lehrkräften einen Anreiz zu geben, innovativ zu sein, dass da in anderen Ländern die Rolle der Schulleitung sehr groß ist. Würden Sie sich in dieser Rolle denn wohlfühlen? Ach, durchaus. Also ich glaube, dass wir in Deutschland, wir Schulleiterinnen und Schulleiter, zumindest kenne ich das von meinen Kollegen aus den Schulpreisträgerschulen, also deutlich sehr kreativ und innovativ und auch äußerst autonom umgehen können. Das machen wir oft, aber sind so ein bisschen off-schedule, sage ich jetzt mal. Aber ich denke schon, dass wir da einen großen Handlungsspielraum und auch Entscheidungsspielraum haben sollten. Ja, wie gesagt, um Kollegien das zu ermöglichen. Also wenn jemand gute Ideen hat, innovativ unterwegs ist, dann muss der Gelegenheit haben, das auch umzusetzen. Und die Schulleitung, die Schulleiterin, der Schulleiter sollten dies auch ermöglichen dann, soweit es geht. Okay, vielen Dank. Ich will vielleicht noch einmal eine Bemerkung nur machen kann. Ich glaube auch, also es ist eigentlich relativ deutlich geworden, dass Technologie zurzeit sozialen Hintergrund verstärkt, ne, in der Corona-Krise. Ich glaube aber langfristig sehe ich auch das Potenzial fürs Gegenteil, ne, indem Technologie Lernen sehr viel differenzierter gestalten kann, sehr viel individueller, sehr viel adaptiver. Und ich glaube, da sehen wir schon sehr viele gute Beispiele dafür. Ich glaube, der Grund, warum heute Technologie soziale Unterschiede verstärkt, ist, dass wir sie genauso nutzen wie traditionellen Unterricht, ne, und dadurch im Grunde an den Rändern viele junge Menschen nicht erreichen. Aber ich glaube auch, wir können Lernen sehr viel praktischer, sehr viel als jetzt von einem Experiment zu hören. Also ich glaube wirklich, wir können Schüler aus verschiedenen sozialen Kontexten zukünftig erreichen durch neue Technologien. Ja, wunderbar. Ich habe jetzt eine Frage, die ich gerne an Herrn Pantsch stellen möchte. Und die letztlich auch anschließt an das, was Andreas Schleicher gesagt hat. Es geht viel auch in den Fragen hier drum, also wie wir die Vorteile des Distanzlernens denn weiter beibehalten können. Und die Frage an Sie wäre jetzt, geht es denn um Beibehalten oder geht es wirklich darum, diese Vorteile erst noch zu entwickeln, indem man eben sozusagen auch die Unterrichtsformen an die Möglichkeiten des Distanzlernens oder des digitalen Lernens anpasst? Und wenn ja, wie soll das denn geschehen? Ja, also das ist eine spannende Frage. Ich als empirischer Sozialforscher würde dafür plädieren, so viel wie möglich Versuche jetzt zuzulassen und zu betrachten. Ich nenne es jetzt evaluieren, aber ich meine das nicht im strengen Sinne, sondern den Mehrwert zu sehen, den möglicherweise solche neuen Formen von Blended Learning und anderen Formen jetzt ermöglichen. Aber
Ich schließe damit auch noch mal an die Autonomiefrage mit an. Was wir ja durch Blended Learning und andere Formen, die digital gestützt sind, ich weigere mich übrigens in Klammern, das digitales Lernen zu nennen, denn das Lernen ist nicht digital oder digitalisiert, sondern die Systeme der Vermittlung, der Kommunikation sind digital gestützt oder basiert, Klammer zu. Ich glaube, dass Autonomie und die Fähigkeit, solche Formen des Lernens, die anders organisiert sind, optimal zu nutzen, setzt eins voraus, was eben in einem der Kommentare der Teilnehmerinnen aufschien, nämlich Beziehungsfähigkeit. Autonomie heißt ja nun gerade nicht, dass man im eigenen Saft schmort, weder als Schule noch als Lernender noch als Lehrerin oder Lehrer, sondern dass man dies tun kann, zum Wohle oder um ein Ziel zu erreichen, weil man in guten Beziehungsnetzen steckt, weil man eine Sicherheit oder auch manchmal ein Vertrauen hat, dass es ermöglicht, autonom zu handeln, ohne sich ausgegrenzt, alleine und überfordert zu fühlen. Das heißt, diese beiden Dinge gehören unmittelbar zusammen. Gute professionelle Beziehungsnetze und Autonomie, die dann auch die Lockerung dieser Lernformen, die traditionell sind, erlauben. Und ich glaube, dass wir den Begriff des sozialen Distanzlernens wirklich nochmal auseinandernehmen müssen. Das heißt, es geht darum, auf Distanz Lernen zu ermöglichen, aber dabei sozial zu bleiben. Das heißt, die Funktionsäquivalente, die wir aus dem Positiven des sozialen Interagierens in der Face-to-Face-Situation haben, die dürfen wir nicht verlieren. Die müssen wir dann eben herstellen, wenn es erzwungen wird, dass wir durch Feedback-Modelle gerade das sozial-emotionale Element auch in das Distanzlernen mit reinholen. Sonst wird es nicht wertvoller werden. Genau, da kann ich vielleicht auch noch mal eine Frage, da schließt ganz gut eine Frage an, die auch von mehreren Zuhörern gestellt wurde, nämlich dieser Zusammenhalt in der Gruppe oder in der Klasse, der ja ganz zentral ist auch für das Lernen, wie wir es vor Corona erlebt haben und was natürlich auch über dieses Distanzlernen, dieses digitale Lernen letztlich zum Teil verloren gegangen ist oder ganz verloren gegangen ist. Herr Panz, vielleicht wollen Sie da nochmal drauf eingehen, wie kann man denn, also wenn man diese Mischform hat, wie kann ich es schaffen, sozusagen diesen Gruppen- oder Klassenzusammenhalt, der ja doch eine recht zentrale Rolle auch in der Schule spielt, wie kann ich den zumindest zum Teil erhalten, dass sozusagen diese Rolle, diese Funktion von der Schule auch noch erfüllt wird? Na, ich glaube, das ist relativ simpel. Das werden Pädagoginnen und Pädagogen ja leichter beantworten, als ich das vielleicht kann als Hochschullehrer. Das geht darum, Gemeinschaftserlebnisse und gemeinschaftliche Selbstwirksamkeits- und Erfolgserlebnisse zu stiften. Und das kann ich natürlich tun. Also wenn ich jetzt gerade an unsere Zoom-Konferenz denke, da hatte einige Teilnehmer haben gesagt, sie sehen keine geteilten Bildschirme. Die Folien von Herrn Schleicher haben sie nicht gesehen. Innerhalb von Sekunden war es möglich, durch die gemeinschaftliche Aufmerksamkeit auch für solche, sagen wir mal, Störanzeigen, dieses Problem zu lösen. Und es geht darum, diese Potenziale von Gemeinschaftlichkeit auch digital gestützt zu organisieren. Und ja, manchmal braucht es dafür Bandbreiten, manchmal braucht es aber lediglich auch die Initiative und die Verantwortungsübernahme seitens einiger in der Schule, dass das organisiert wird. Frau Brecht, können Sie das so bestätigen, auch aus dem sozusagen Alltag zwischen in dieser Distanzlern, hat dann sozusagen der Klassenverband auch über so Plattformen wie Zoom funktioniert oder ist aus Ihrer Beobachtung eher zu einer Vereinzelung sozusagen des Lernerlebnisses gekommen? Nee, ich kann das absolut bestätigen, was Anand Pant gerade gesagt hat. Also wir haben auch regelmäßige Zoom-Konferenzen, obwohl wir die ja aus Sicherheitsgründen nicht machen dürfen. Haben wir aber trotzdem gemacht. Auch WhatsApp-Chats haben wir gemacht. Und da haben bei uns heißt es Stammgruppe, ist der Klassenunterricht. Und da haben sich dann die Klassenleiterinnen also mit ihren Schülerinnen verabredet. Und das haben wir also wirklich durchgeführt und wollen da auch weiter dran festhalten, wenn es dann wieder mal dazu kommen sollte. Oder auch sonst soll es auch Online-Stammgruppen bei uns geben. Und das haben wir sehr positive Feedbacks gehabt dann von den Schülerinnen, als sie zusammen in den Konferenzen waren. Aber man muss sagen, es waren nicht alle Kinder dann da in diesen Online-Stammgruppen. Und da müssen wir nochmal gucken, wie wir das irgendwie dann noch besser hinkriegen.
Auch das nochmal weitergereicht an Andreas Schleicher. Gibt es denn da aus anderen Ländern Erfahrungen, wie das organisiert wird, dass eben sozusagen dieser soziale Zusammenhalt auch über die Distanz erhalten wird? Gibt es da Konzepte, die man vielleicht sich auch in Deutschland nochmal genauer anschauen müsste? Ich glaube, in Ländern, wo das vor der Krise tief verankert war, das soziale Lernen, ist das durchaus in der Krise dann leichter. Ne? Ich denke an Länder wie Estland, Finnland, wo auch die Unterschiedlichkeit der Schüler immer positiv hervorgehoben wird. Also man sieht dort gibt es nicht 10% oder 15% von Schülern mit Lernbehinderung, sondern 100 mit besonderen Lernvoraussetzungen, wo man im Grunde sagt, jeder Schüler hat seine Eigenheiten, an denen er arbeitet, und wir stellen diese Eigenheiten auch heraus. Und im Grunde das Soziale im Klassenverband ist dort sehr wichtig. Anderes Beispiel im Osten, Japan, ganz fantastisch. Na, warum haben die bei Collaborative Problem Solving bei PISA so gut abgeschnitten? Weil das dort im Alltag wirklich zur Geltung kommt. Und dem steht Technologie überhaupt nicht im Wege. Ich glaube, gerade in der Phase des Social Distancing kann Technologie die Voraussetzung schaffen, dass Interaktion, auch kollaboratives Lernen und so wirklich stattfinden kann. Und ich denke, da gibt es viele gute Beispiele, aber ich glaube, sowas kann man schwer durch Digitalisierung schaffen. Das sind im Grunde pädagogische Ansätze, die entweder etabliert sind in einem Bildungssystem und dann werden sie auch digital sichtbar oder nicht. Das ist, die Digitalisierung schafft dafür Möglichkeiten, aber keine Garantie. Gut. Wir sind schon fast am Ende der Veranstaltung. Ich möchte Ihnen vielleicht dann doch nochmal unseren drei Referentinnen und Referenten sozusagen die Möglichkeit eines kurzen Schlusswortes geben und am liebsten damit, dass Sie einen Wunsch formulieren, nämlich was aus Ihrer Sicht als nächstes geschehen muss oder als dringlichsten geschehen muss, damit wir wirklich sozusagen aus dieser Zeit, dieser Schulschließung, dieser Krise wirklich positive Impulse mitnehmen können für vielleicht eine Kombination von Präsenz und Fernunterricht oder überhaupt für einen Beibehalt dieser Innovation, dieses Innovationsschubes, den wir in den letzten Monaten gesehen haben. Herr Panflecht, wollen Sie beginnen? Ja, ich kann es ganz kurz machen und das schließt nochmal auch an meinen Impuls mit an. Ich wünschte mir, dass wir rauskommen allesamt aus dem Modus des notwendigerweise Reaktiven, des Kurzatmigen und langsam die Schalter bei uns allen umlegen zu dem, was ich die Institutionalisierung genannt habe. Damit meine ich jetzt nicht, dass man jetzt irgendwelche Regelwerke erschafft, sondern dass wir uns Sicherheiten erarbeiten, dass das, was wir an neuem Produktiven gesehen haben, jetzt nicht wieder verschwindet im Sog des Alltäglichen. Genau, Frau Pech. Ja, da kann ich mich gleich anschließen. Also ich möchte auch Zeit und Muße haben für kreative Gedanken, für Visionen, also wie wir tatsächlich diese Krise als Chance auch nutzen für uns und praktisch ja in so einen neuen, also Unterricht neu denken können. Ja? Aber dafür nochmal Zeit und Muße, das wäre mein größter Wunsch. Andreas. Ja, also ich hoffe, dass es eine große Zahl von Schülern gibt, die nach dieser Krise zu ihren Lehrkräften gehen und sagen, Mensch, ich habe in dieser Krise wirklich viele neue Dinge gelernt. Ich habe viele interessante neue Wissen erarbeitet. Ich wünsche mir da mehr in unserem regelmäßigen Unterricht. Und ich hoffe, dass es ebenso viele Lehrkräfte geben wird, die zu ihren Schulleitungen gehen oder vielleicht gleich zum Bildungsministerium. Wir haben wirklich völlig neue Unterrichtsfelder geschaffen. Wir haben völlig neue Lernumgebungen geschaffen. Wir haben viel an Innovation geleistet. Wir wollen das im Bildungssystem durchsetzen. Ich glaube, Herr Pant hat recht. Der Sog des Alltags wird sehr stark werden. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dadurch, dass Innovation bei dieser Krise nicht nur eine Frage von Einzelpersonen war, sondern wirklich alle getroffen hat. Ich glaube, das Potenzial, das es hier gibt für Veränderung, ist größer als in vergangenen Krisen. Und ich denke, man kann das nur hoffen. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank an unsere Referentinnen und Referenten. Wir sind jetzt sozusagen, was den Zeitrahmen angeht, mehr oder weniger bei einer Punktlandung. Wir hoffen sehr, dass Ihnen sowohl die Vorträge als auch die Diskussion im Anschluss, dass es Ihnen interessante Impulse gegeben hat und Sie das informativ und gut fanden. Ich habe jetzt zum Schluss noch ein paar Housekeeping-Anmerkungen.
Einmal nochmal den Hinweis auf den Feedback-Link, wo wir Sie bitten möchten, den möglichst bald, vielleicht direkt an die Veranstaltung, nehmen Sie sich noch ein paar Minuten Zeit, den Feedback auszufüllen. Den Feedback-Link haben Sie über unseren Chat erhalten. Und dann werden Sie von der Deutschen Schulakademie auch nochmal in einer Follow-up-E-Mail die Präsentation von Herrn Schleicher erhalten, einige Informationen noch zum Deutschen Schulpreis und ich denke, wir werden auch natürlich auch die Veranstaltung, wir haben es ja gesagt, wir haben das aufgezeichnet und werden auch das Video für diese Veranstaltung hin zur Verfügung stellen. Dann möchte ich mich von meiner Seite ganz herzlich bedanken. Vielleicht nochmal Petra Strehle, habe ich irgendwas vergessen? Müssen wir noch irgendwas hinweisen oder wollen Sie vielleicht auch nochmal kurz das Wort ergreifen? Alles wunderbar. Ich muss eigentlich nicht mehr das Wort ergreifen, aber ich wünsche Ihnen allen einen guten und vielleicht auch kreativen Sommer. Und vielleicht kommt ja auch die Muse, von der Frau Pech eben sprach, dann jetzt noch. Ja, das ganz herzlich auch von meiner Seite. Und nochmal vielen Dank an alle Referenten, an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Kommen Sie schön durch den Sommer und wir hoffen, dass wir uns dann sozusagen nach der Pause auch nochmal wieder an dieser oder anderer Stelle treffen. Machen Sie es gut.